Hallo und herzlich willkommen zurück zu Part 2 der Poison Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir Professor Eich das Paket abgegeben. Wir haben den Pokédex erhalten, den nationalen Dex natürlich. Dann würde ich sagen, machen wir uns mit Mina auf den Weg nach Fertania City. Weil wir können ja jetzt endlich an dem Typ vorbei, der hat ja jetzt wahrscheinlich seinen Kaffee bekommen. Und hoffen, dass Mina bald mal Rankenhieber lernt. Bam, bam. Ich finde die Pokémon-Musik in Kämpfen eigentlich gut. Die einzige Sache ist, dass es jedes Mal dieselbe ist. Ich fände es besser, wenn es eigentlich mal zwei oder drei verschiedene Soundtracks gibt. Weil dann wird das nicht so langweilig auf Dauer. Ich schau mal kurz was. Weil ich habe nämlich, glaube ich, auch... Ada, die Attacken auf die neueste Generation gehoben. Das hätte ich vergessen zu erwähnen. Aber da ich die gewohnt bin, ich weiß natürlich noch die Werte der Attacken von früher, aber sind wir mal ehrlich, Tackle ich früher 35, 90 für eine normale Attacke mit den AP war einfach lächerlich. 50, 100, dann geht auch der Kampf schneller und ist einfach nicht so nervig. Was hätte wie Blubber? Blubber ist auf die Stärke von Blut gehoben und so weiter und so fort, also ich finde das eigentlich ganz gut. Überleg mir gerade wirklich, ob ich den Kampf oben machen soll bei Gary, weil er hat zwei Level 9er Pokémon und ich kann bis dahin höchstens ein anderes Pokémon fangen. Und das hilft mir nicht wirklich. Kannst du mal versuchen. Ja, danach muss ich eh leveln, deswegen wünscht mir Glück, dass... Ich hab da hier noch meinen Zettel mit meinem Spitznamen, auf dem jetzt meine Katze drauf liegt. Super. Katze, darf ich den bitte haben? Nein? Das ist auch lustig, die Schwester Chai hofft immer, dass er ihn wieder sieht. Das hoffe ich natürlich nicht, weil ich möchte nicht, dass meine Pokémon erneut verletzt werden, aber gut. Jeder, wie er meint. Das Praktische an einer Gift-Nuzlocke ist, dass man keine Gegengifte kaufen muss. Ansonsten ist die Challenge immer noch nervig. Ja, hier, Antidot brauche ich nicht. Ich nehme aber Paraheiler. Ein. Ja. Ich muss das Hextempo umstellen. Eine. Jetzt das ganze Geld ausgeben für Pokébälle. Yes! Nein. Ich hab 10. So, weil die Pokéball-Items sind ja nicht eingeschränkt. Ich hab's jetzt. Ah, genau, wir können mal die Optionen und so weiter machen. Hier so, hier Optionen. Hex schnell. Soll an sein. Ist okay. Nee, ich hoffe, ist okay. Sound. Das macht keinen Unterschied, weil ich PC spiele. Keine Ahnung. Haben wir lila einen Rahmen hier? So. Wann kamen wir noch mit Turbo-Treter? Nach Rocco, glaube ich. Ja, wir können jetzt hier durch. Ich weiß, wie man Pokémon fängt, bitte zeig's mir nicht. Oh. Ja, das will ich fangen. Gib mir das doch einfach. TV. Wir brauchen ihn nicht, ich weiß, wie man Pokémon fängt, schwächt und so weiter. Danke. Außerdem hat der Typ da nur einen Hotspot.
So, im Feltania-Wald habe ich eine 40% Chance auf das Pokémon, das ich möchte. Und dann nochmal 5% auf das andere, aber das brauche ich nicht wirklich, weil... Naja, Kokuna ist nicht so cool wie Honio. Ja, haha! Und es ist männlich, das ist auch gut. Ich wollte es nämlich je nach männlich nennen, weil ich ja fast keine Pokémon, die ich noch weiblich benennen wollte. Pokéball. GG! Das ist unser erstes Pokémon. Und ab jetzt darf ich leveln, juhu. Schlecher. Könnt jetzt meinen, ich würde es Schwipper nennen, aber nein, Schwipper wird ein anderes Pokémon. Das größte Troll-Pokémon in Pokémon überhaupt. Das ich definitiv fangen werde, weil es, glaube ich, eine 80% Chance hat, fast in der Höhle. Das ist Pepper. Pepper wird vielleicht wieder mein Bibor. Gut, dann würde ich sagen. Ja. Ich glaube, ich mache einen Cut, weil. Wobei, nein, noch nicht. Weil ich kann ja noch gucken, was hier kommt. Ihr könnt ja theoretisch nochmal neun New kommen. Was mir jetzt allerdings egal ist, weil ich habe eins, ich gucke keine zwei. Ist wirklich notwendig. Ah, Radfahrt, okay, auf der Route kann ich es nicht mehr fangen. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns später. So, und da sind wir auch wieder. Ich habe ein bisschen trainiert. Eine XP bis vom Blabla. Damit ihr natürlich die Entwicklung zu Bibor mitsehen könnt. Ich meine, Kokuna will keiner sehen, aber Bibor, das muss sein, oder? Schauen wir mal, was unser Gegner ist. Ratzfass Level 3, okay, das schaffen wir. Muspepper, Giftstachel. Ah, das wird schon wieder down. Kokuna ist echt nicht das stärkste Pokémon. Leider. Aber, dann fallen wir ja gleich ein Bibor. Ja, die Vergiftung bringt uns jetzt gar nichts mehr. Außer dass er Adrenalin entwickelt. Ja, es hat Adrenalin, das heißt, also das macht jetzt noch mehr Schaden. Wow. So, aber das war's. Ja, endlich. Es ist nicht mehr wegzutrainieren aus Kuna. Sogar Safcon wird einfacher. Ja, 12 Angriffe, das ist ein Witz. Der kleine Stecher zu einem großen Stecher. Und damit soll ich auch locker gegen Gary kämpfen können. Nein, in Nassau ist mir das echt zu blöd, mit dieser Sam-Level 8 gegen G-Level 9 und Taubsi-Level 9 zu kämpfen. Das kann schief gehen, vor allem wenn der Sand hier bekastet die ganze Zeit. Furienschlag, okay, cool. Wurde das auch gebufft? Ich weiß es gar nicht. Nö, ist immer noch schlecht. Furienschlag. Gut. Achso, ja, Mina hat Rankenhieb erlernt, aber. Ich denke, das ist klar, wenn dieser Sammel Level 11 ist. Ich glaube, Level 10 erlernt ist das. Auch nur insofern gebufft, dass es jetzt 100% Genauigkeit hat, also. Nix Weltbewegendes. Immerhin aber mit Stab und sehr effektiven Schaden jetzt besser gegen Shigi als Tackle. Gehen wir erst nochmal heilen, besiegen Gary und dann. Oh, dann haben wir aber auch schon wieder einiges an Zeit um. Ey, das wollte ich jetzt eigentlich nie machen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht über die Box heilen, oh Mann. Ist Mina vorne? Nein, ist sie nicht. Ich Mina gerne vorne haben, den Egelsamen. Bibor kann ich noch genug im Wald trainieren. Hier kann ich ja da auch kein Gift-Pokémon fangen, deswegen hätte ich die Route doch erstmal Lightning-Gigs ignoriert.
Hi, Blue. Was geht? Ja, du hast aber auch keinen Orden, oder? Was soll der Vorwurf jetzt? Erklär mir das mal. Ach, du fängst mit Topsy an. Cool. Ja, und das hasse ich daran. Weißt du, jetzt... Sandwirbel Castle und GG. So, Papa, dann zeig mal, was du drauf hast. Das steckt sogar ganz gut weg. Ist aber halt immerhin dafür auch ein Pokémon mit dritter Entwicklung, das darf man nicht vergessen bei Käfer-Pokémon. Macht er wenigstens Schaden? Das geht. Treffe, soll es das auch mit Topsy gewesen sein? Ja. Schicke, ja. Okay, dann tauschen wir mal. Ey, das möchte ich dann doch nicht gegen Bieber kämpfen lassen, es dauert einfach nur zu lange. Also bei Mina so nochmal eine Menge XP abstauben. Was auf dem Starter ja wichtig ist, weil der nicht sterben darf. Er kommt wieder mit der Routenschlagstrategie. Funktioniert diesmal aber nicht. Oh, ein Glück habe ich ihm nicht Glumanda gegeben, ernsthaft. Irgendwie komme ich hier jetzt runter, ohne dass ich da irgendwie... Gar nicht, super. Ich will aber nicht kämpfen mit dem Pokémon. Ich will mir die Foto offen halten, falls ich doch irgendwann. Oh lol, hier war doch keiner. Ach, ich hab doch keins bekämpft. Gut, das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt nicht L drücken. Das habt ihr das Hilfe-Menü auch mal gesehen. Und das ist super toll, ne? Pokémon heilen. Eigentlich nicht. So, dann gehen wir mal in den Verteidiger, weil ich glaube nicht, dass wir den schaffen. In 4 Minuten. Kannst du mal versuchen. Das mit Furienschlag hat B-Birds auch noch eine typische Attacke, die ich sehr gern mag, weil das trifft nicht so oft und das ist nicht besonders stark und so. Ich mag die Attacke überhaupt nie. Ah, hier stimmt immer ein Item. Noch ein Trank, yay! Ich habe noch keine 6, das weiß ich. Einen Raupi. Oh. 5 sogar. Gut, das hätte sich sogar das zu besiegen. Eigentlich kann ich im Wald gar nicht mehr so zu viel sagen. Überall die Käfer-Pokémon, 5% Chance auf Pikachu. Ich bin froh, dass ich es nicht bekomme, sondern Hornio diesmal. Ja, du willst doch auch hier kämpfen schon, oder? Ja, willst du. Okay, super. Ja, das hasse ich daran. Naja, wenigstens kann er uns keinen Schaden machen. Wenn's mal trifft, ne? Aber... dann triffst du natürlich auch nur zweimal. Oh, Mann.
Es hätte One-Hit sein können, aber du musst natürlich nur zweimal treffen, lieber. Wow. Ja, das wechselt. Mina ist doch nur noch am Anfang die elegantere Lösung. Weiß auch nicht, ich weiß nicht, Weaver habe ich jetzt einfach dabei, weil es blöd ist, nur ein Pokémon zu haben. Es ist halt nicht das beste Pokémon dafür. Es hilft mir bei Rocco auch nicht wirklich. Bei Misty könnte es mir vielleicht helfen, wenn ich den Gift-Tick rausbekomme. Weil die Sternlos echt ein bisschen nerven können. Sami, aber ansonsten, ich weiß nicht, was ich so groß daraus machen soll. Es hat einfach hier noch nicht so die Kapazität, was zu leisten. Level 12, okay, nice. Hi. So Fall von hinten erschreckt. Oh, noch ein Hornio. Komm mal, ich hab schon Bibo, was habt ihr noch Hornio? Ah, Crit, nice. Kriegt den nur zweimal. Oh nein, wow. Hätte ich ihm jetzt gar nicht zugetraut. Und dieses Gelevel zwischendrin. Ich bin normalerweise in Pokémon-Spielen keiner, der irgendwie grindet oder sowas. Aber bei einer Nuzlocke muss das alles sein und es dauert auch schon viel zu lang durchzukommen, ohne. Wie sag ich jetzt? Ja. Ohne das Leveln würde ich hier im Wald so lang dran sitzen, wenn ich nicht sterben wollte. Und das ist einfach dämlich. Deswegen habe ich jetzt halt das. Bieber auf das Level von Mina gebracht. Und diese Kokuda und Safcon sind immer perfekt, wenn man Visasam hat, um einfach das Team wieder aufzuheilen, weil ich kann jetzt einfach. Auch wenn es jetzt lame ist, aber Bieber reinsetzen und dann jetzt, was weiß ich, Giftstachel oder Fadenschuss spam. Und der kann nichts machen. Oder ich spam Madness, das wäre sogar sinnvoll fürs nächste Pokémon. Schade, dass es jetzt kein Schwertanz oder sowas hat, das wäre irgendwie cool. Weil leider kann es das nicht lernen. Achso, außer durch TM. Gib dich das mal. Die Biene setzt Härtner ein. Wir brauchen schon Quiverdance aufs Map, wo wir nehmen ab jetzt haben. Das ist viel besser. Bestimmt das nächste Competitive. Hat aber auch so keinen Schaden, nicht mal mit Furienschlag wahrscheinlich. Schon nervig. Ah doch, geht. Ist okay. Ah, der Defense steigt nicht mehr. So, Bieber ohne Trank wieder aufgeheilt. Ja, in Herzog muss man sich als so kleiner Tricks bedienen. Ich verstehe auch nicht, warum viele so offensive Pokémon nehmen, wie so. Also, jetzt, ohne jetzt eine Monotype-Nuzlocke. Ich habe, glaube ich, bisher noch. Ich kenne da niemanden, der eine Monotype-Nuzlocke gemacht hat. Aber generell, wenn die Leute eine Nuzlocke spielen, die nehmen sich meistens versuchen, nehmen sie die Pokémon an, die so offensiv sind. Und die gehen halt in der Höhle irgendwo drauf oder so, weil die halt irgendwann out of KP sind. Wenn ich jetzt Visasam habe, ich kann mich mit Eagle-Samen heilen, ich kann mein Team damit supporten.
Ich habe Pokémon, die eher defensiv spielen, damit komme ich viel Wasser durch. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber doch ist es sicherer an sich, ich weiß nicht. Und dann die ganze Zeit auf diese Status-Moves verzichten, das ist Quatsch. Also es ist Quatsch, wirklich den Pokémon nur diese Angriffsmoves beizubringen. Aber das lernt man irgendwann noch. Antidote, ja, das Den kannst du wegschmeißen, den brauche ich nicht. Hab keine Pokémon, die vergiftet werden können. Ich würde aber sagen, nach dem Typ. Warte mal, war das nicht der mit den zwei Cockhorns? Ja, Tatsache. Nee, war er nicht. Ups, ich hab nichts gesagt. Das war ein anderer, stimmt, der starrte an die Wand. Echt zu lange nicht mehr gespielt, wow. Wow, nice, Pepper. Quit Weaver. Stimmt, es erlernt ja irgendwann Energiefokus. Ja, das war das Coole daran. Man konnte dann ziemlich oft quitten damit. Das kann dann doch schon reinhauen. Weil Weavers Angriffsstart ist jetzt nicht so mies, dass man jetzt einen Quit unterschätzen sollte. So spannend, Tackle-Faden fürs Tackle-Faden. Giftstachel. Das hat irgendwie mehr Schaden gemacht als das andere. Es wurde auch nicht weggequittet. Ja, du hast Raupis gehabt. Was erwartest du, mein Freund? Haben wir schon hier? Nein, wo kam der denn? War der da hinten? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's für heute. Mit Part 2. Niemand ist gestorben. Wir haben einen Weavile gefangen. Besser gesagt, ein Hornio gefangen und so wie übertrainiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Part.